Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Panzer Tactics HD. Im letzten Part haben wir die Silo-Höhen angegriffen oder sind noch ziemlich dabei. Denn auch wenn der Deutsche sich nicht sonderlich stark hier präsentiert, das, was mir am meisten auf den Sack geht, ist seine Luftwaffe. Und das geht mir eben richtig auf den Sack. Aber okay, wir probieren mal hier noch weiterzumachen. Ich werde auf jeden Fall die Mission noch so lange probieren, bis ich eben die 3 Sterne hinbekomme. Und sollte ich die 3 Sterne verpassen, muss ich mich nochmal von vorne starten. Denn ich habe ja hier so, glaube ich, 1, 2 Fehler gemacht. Auf jeden Fall war einer der Fehler gewesen, den Flugplatz nicht so schnell zu erobern. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Stress gehabt. Das hätte ich mir deutlich ersparen können. So, jetzt geht es eigentlich darum, zu gucken, wie wir das hier auseinandernehmen. Lass mal sehen. Gut, der Minoson-Spacko. Den kann ich damit erledigen. Will ich auch machen. Weil Typen braucht man nicht. Dann bleibt die Frage, hat er hier eine Flak? Ich glaube nicht, oder? Sonst wären meine Flugzeuge deutlich angehackter. Ich mal gucken, ob ich seinen schönen Panzerkommando hier noch reinhauen kann. Oh, einen Köter hat er dann noch, okay. Gut zu wissen. Panther da hinten. Also das hier oben ist ziemlich panzerlastig. Das ist gut zu wissen. Er hat nur 2 Bomber da. Kommt eigentlich mein... Kommt er da ran? Bestimmt nicht, ne? Doch, er kommt ran. Er könnte den Boost verteilen. Er selber hat nur 5er Stärke. Aber trotzdem kannst du doch eine Menge Schaden machen. Ja, 5. Wenn ich schlecht die Bombe auf Seite räumen könnte. Du kommst da unten ran. Das sollte reichen für einen Kill. Yep. So, du kommst nicht mehr ran, ne? Doch, du kommst auch noch ran. Ausgezeichnet. Da ist diese Pässe erstmal los. Gut. Dann haben wir hier so einen blöden Fallschirmjäger. Ja, der hat da meine braven Boys ein bisschen angehauen. Den kriege ich aber nicht auseinandergenommen mit nur einem Schlag. Aber doch könnte ich. Ich könnte ihn wegartigen. Und dann vielleicht mit den Jägern hier killen. Ja. Nice. Ist das listige Tier auch tot? So, wo sind meine Bomber momentan? Verteilt. Norden und Süden, okay. Da kommt Nachschub. Ganz ehrlich, den könnte ich vielleicht sogar gebrauchen. Mal überlegen. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Aber hier brauche ich auf jeden Fall... aufgelevelt ist besser. Munition. Kann ich ihn killen? Da nicht. Da nicht. Aber hier bestimmt, oder? Nee, auch nicht. Den kriege ich nicht kaputt. Na gut, er kann sich nicht hochheilen, weil mein Bomber über ihn steht. Deswegen tue ich die Jungs erstmal alle... Okay, warte mal, Ah, komm nicht ran. Okay. Da fehlt die Range. Da kommt der nächste Panzer mal näher ran. Machen wir das so. Okay. Ich denke mal, das passt. Okay, hier heule ich jetzt wegen ihm hier. Ja, okay. Ist halt so. Ah, noch einer. Der verpisst sich, das ist nicht so gut. Bunkerle. Und der mag auch nicht mehr. Dann kann ich den Flugplatz schnell erobern, bevor da mehr kommt. Sechs Züge haben wir noch. An sich noch genug Zeit, um das Ziel zu erreichen. Das sollte möglich sein. Und hier kommt es drauf an, was da eigentlich alles ist. Entweder klappt das, oder es klappt eben nicht. Ja, im Grünen wahrscheinlich hätte anders machen sollen. Okay, als erstes muss ich den Panther finden, weil der gibt den Boost und ich will nicht, dass er Boost verteilt. Können wir an sich dich als Scout losschicken. Es sei denn, steht's genau über ihn, das wäre peinlich. Kennt ihr Karma?
Ich kenne es nur zu gut. Na gut, immerhin, er kann sich aufwerten. Mal gucke an. Nervensäge können wir eine reinhauen. Und auch finishen. So, bleibt die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben ja ganz viele Panzer. Zwei davon ziemlich schwer. Ich würde sagen, der Köter bekommt einen ab. Dann spare ich mir die letzten Mumpeln für das andere Ziel. Ich glaube, es sind gleich wie die Bomber alle im Norden haben. So, wenn das nach Plan geht, müssen die alle sterben. Dann kannst du den Flugplatz holen. Ich habe keine Sorgen mehr vor Feinden. Okay, er ist jetzt da natürlich, weil der Bunker stört. Der muss weg. Kriege ich den Bunker klein? Jawohl. Munitionieren. Du hast noch einen Schuss, du auch noch, aber mit dir will ich den Punkt erobern. Na, den Punkt erobern. Und auch mal aufmunitionieren. Ja, ist die Frage, was da unten noch alles ist an Truppen. Hoffentlich nicht zu viele. Ein bisschen kann ich killen. Zu viel wird behindert werden. Und ich muss alle Panzer erledigen, ne? Nicht vergessen. Okay. Köter. Wie viel Schaden würde ich machen? 4. 3. Ja, bekommen wir auch 3 zurück. Wäre nicht schlimm. Der Köter ist das Einzige, was mir wirklich gefährlich ist. Okay, der Panther ist noch dahinter. Aber der kann nicht wirklich eingreifen. Den kill ich leider nicht. Auf die Jungs will ich jeweils einen Schaden machen. Sagen wir, erledigen erstmal die Infanterie und zwingen ihn dann damit nur 2 Schaden auf den da oben. Ja. Ich würde sagen, ich zwinge ihn damit den Punkt zu besetzen. Das muss ja der Feind eigentlich immer machen. Die 3 Schaden passiere ich. Das Stadtteil nehmen wir ein. Hauen den Köter weg. So, dann muss er mit einer von den beiden Einheiten den Punkt erobern. Wenn er es mit dem Puma macht, ist er sowieso tot, weil gegen die Panzer kommt er nicht klar. Und wenn er es mit ihm macht, bekommt er schon gut Schaden. Du kommst hier nach Norden. Du kommst auch ran. Und du gehst mal nach hier. Kann sein, dass es abends noch ein bisschen hakt oder ruckelt oder so. Liegt daran, weil ich nebenbei raus hochlade. Aber es sollte nicht eigentlich, sollte nicht zu sehr stören. Ah, guck an. Wäre natürlich sehr praktisch, wenn ich das machen würde. Wer weiß, was dann noch alles kommt. Weil Abfangjäger brauche ich hier eigentlich nicht mehr. So. Habe ich hier noch irgendwelche Jagdmaschinen rumeiern, die nichts zu tun haben? Nee, ne? Nö. Ah, du. Ja, du. Geh mal in Sicherheit. Wobei hier ist wahrscheinlich der hier angegriffen wird. Na egal, ich kann das Ding dann nicht so auseinandernehmen. Okay, lass uns mal sehen, ob wir es hinbekommen. Oh, er kommt zurück in den Fight. Und stirbt nicht. Du sollst deinen Panzer nicht finishen können. Ich glaube nicht, dass du ihm Schaden machst. Wäre leicht seltsam. Das ist Bullshit. Wobei, der macht... Holy shit, wie viel Schaden der macht. Nur weil er geboostert ist, ne? Ach so, das ist auch noch. Das war auch kein Kill.
Dafür ist er immer so schlecht. Na, das wundert mich. Den Bomber willst du nicht anschießen, dafür lieber den halbtoten Jagdmaschine. Ah, guck mal, was da wieder ist. Okay, wir scheinen haben erlitten. Holy shit, nur noch ein AP. Ach, das ist ein Kill mit ihm. Na dann. Sehr interessant. Ja, auf jeden Fall auf den Panther. Der ist schlimmer. Der Puma da oben ist ja nicht das Problem. Was ein Problem ist allerdings, dass ich hier keine Munition mehr habe. So. Ich würde sagen, du tust erstmal disengagen. Lass dann mal die Infanterie ran. Die kann schöne 3 Schaden machen. So, wie schaut's mit dir aus? 2 Schaden auf dem Puma. Oder einer auf dem Panther. Ich bin für den Puma. Dann soll ich eigentlich beide erledigen können, ne? Auch von hier aus. Ja. Sehr schön. Oh, sie haben alle feindlichen Panzer zerstört. Damit sind die Sekundärmission erfüllt. Eine ihrer Horizontalbomber wird in dieser Mission kostenlos aufgewertet. Ja, wow, wie gut, dass es keine Aufwertung mehr dafür gibt, nicht wahr? Sache ist Bullshit. Okay, dann zählen die nicht als Panzer, die Puma. Das ist auch gut zu wissen, weil erst habe ich gedacht, die zählen dazu. Okay. Hier ist eine Mäh. Die muss weg. Wow. Ein unterlevelter Typi kann dagegen gar nichts machen. Na. Jetzt merkt man, es ruckeln dann doch schon ein bisschen. Okay, bis zur Brücke ist nichts mehr. Eigentlich heißt es ja durchmarschieren, ne? Habe ich nicht noch einen? Ah, da oben ist der. Kommst du ran? Ja. Das ist noch einer. Was macht ihn da hinten? Müssen die nicht von hier unten kommen? Oder wollt ihr die hier oben unterstützen? Das könnte so sein. Was wäre der direkte Weg? Überlegt er sich nochmal, ob mich angreift oder eben nicht, ne? Gut. Ja, wir müssen da aufschließen, das ist klar. Ich muss da zuschlagen. Die nervende Infanterie hauen wir erstmal weg. Nicht, dass sie mich stört. Wir müssen da einen Punkt Stress machen. Oh, warte mal ganz kurz. Die Artillerie kann auch hier nach Süden marschieren. Von da aus kann ich auch rüberschießen. Ich muss ja nicht viel platt machen. Wobei, da habe ich lieber, da habe ich auch eine Straße. Vielleicht doch besser von hier aus zu marschieren. Den Bunker können wir auch mit raus scheißen. Da kann mir nichts. Ach Mann. Nur weil du das anschießen kannst. Und den Bomber hier bitte angreifen. Will nicht unnötige Verluste kassieren, weil da ein Bomber rumhängt. Dann habe ich gefühlt 3 Züge Zeit, das mit zu erobern, ja. Das könnte eng werden. Vielleicht haut's hin, vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Okay. Das Ding ist nervig, das Ding ist nervig. Wie kriegen wir die auseinander? Mein Sternetypi, den ich nicht verstärken kann. Wieso nicht? Jetzt sag mir nicht, der Puma ist im Weg. Toll, den krieg ich auch nicht mehr mit dem Panzer kaputt. Wir schauen euch mit gelevelten. 9. Ist krass, oder? Der Typi ist gelevelt, bekommt eigentlich auch keinen Boost mehr, weil er nicht neben ihm steht, macht 9 Schaden, statt den hier, der nicht gelevelt ist. Wo ist er? Da unten. Da macht er nur 6 Schaden mehr. Nicht schlecht. Na gut, so werden wir die Dinger schon mal los. Holy shit, du bist voll gelevelt. 6:5. Wenn ich jetzt wissen würde, ob hier unten noch einer ist, ne? Weil der könnte da hinkommen. Was ist denn, wenn ich dich hier hinschicke?
gibt hier so einen Boost-Verteiler. Nur 9. Das ist dumm. Aber er kommt noch ran, das ist gut. Dann auf Folgendes. Wir machen hier die 7. Schicken den hier runter, um den Bomber weiter anzuhacken. Nochmal 6 Schaden, damit ist der Bomber quasi wirkungslos. Und den finish ich mit dem hier, weil er nicht hochgelevelt ist. So, den Punkt haben wir im Griff. Den Bomber, den schicke ich mal ein bisschen näher ran. Beide Mies sind tot. Blöd nur, dass ich den zweiten Panzer nicht ranschicken kann, aber ich habe 3 Artilleristen. Solange der nichts gepanzert ist, ist... Ich meine, so viel kann er nicht sein. Höchstens ein Puma. Sollte das hinhauen. Nur auf Verzweiflungszeit. Wobei, der wird schon eine Menge Schaden machen, da mein Panzer auf einer Stadt ist. Oder auf dem Dörfchen oder wie auch immer. Okay, der ist ein Problem. 4 Runden haben wir noch. Okay. Scout. Macht deinen Job. Ach herrje. Da ist ja noch einiges. Ach, der zählt auch nicht als Panzer. Ist ja interessant. Ich muss an sich nur das da erobern. Okay, der Bunker ist im Weg. Das ist problematisch. Das könnte kniffliger werden, als ich dachte. Ich habe nicht viel Zeit. Und ich muss... Ja gut, ich muss nur das hier erobern. Das heißt, der Bunker muss auf jeden Fall weg. Und der muss auf jeden Fall auch weg. Und dann hoffen, dass ich den killen kann und das Ding erobern kann. Das ist dann ganz, ganz wichtig jetzt. Okay. Eins nach dem anderen. Gehen wir hier ein bisschen weiter nach vorne. Lass mal die Infanterie ran. Ich überlege gerade, wie ich ihn noch aufwerten, den Typen. Wir schauen nach hier. Auch 3. Dann kann ich das Ding einfach wegartieren. Wenn ich ehrlich bin, den will ich nicht aufwerten. So, du kommst nicht so weit, aber du kannst den falschen Megaman kraxeln. Nicht, dass er mich nerven lässt. Okay. Na, du sollst deinen Boost verteilen. Guck mal nach, wo sich die Infanterie verpisst hat. Der Puma, sorry. Na, wo ist er denn? Hm? Okay. Der Puma ist auf einmal einfach weg. Interessant. Wieso kann ich hier keinen Nachschub verteilen? Ach, du. Das ist eine sehr interessante Begründung im Sinne von, ja, wir können, die eine kann keinen Nachschub verteilen, warum denn nicht? Ja, da ist doch, aber da, ach, da ist ein Bomber. Und jetzt? Ja, was ist, wenn er uns böse anguckt? So, erledigen wir Infanterie. Damit der Gute gezwungen ist, eine andere Einheit hinzuschicken, die sich ein bisschen leichter penetrieren lässt. Und fangen wir an, langsam den Bunker da zu zerdeppern. Gut. Zweiten Bomber. Den will ich als Booster mitnehmen. Den brauche ich auf jeden Fall. Na, vielleicht nicht so aggressiv. Da passt. Da habe ich keine Munition mehr. Okay, 1 bis 2 Züge mindestens. Bei 2 mindestens. Der Bunker steht ja immer noch. Er wird wahrscheinlich jetzt den hier angreifen. Nicht so tragisch.
Die Frage, was er hier macht. Im falschen Mega wäre ich gut. Ich hätte so überlegt gehabt, ihn mitzunehmen, ganz ehrlich. Und habe mich dann dagegen entschieden. War schon ein Fehler. Ich hätte ihn holen können, kurz absetzen, gutes. Hätte man gewonnen gehabt. Ja, mal sehen, ob wir es neu machen müssen. Noch habe ich Hoffnung. Noch so eine Unterstützung nicht so groß. Oh, das hilft. Das ist scheißegal. Das ist auch scheißegal. Das ist hingegen weniger. Schatz. Wir haben noch drei Runden, das reicht eigentlich. So, erstmal blöd, dass ich meine schöne Idushin verloren habe. Wird direkt neu geholt. So, Bunker muss weg. Bunker würde ich dann mit Bomber töten. Dazu muss aber die Jagdmaschine weg. Du verteilst Boost. Halt, halt, halt. Du kannst noch den angreifen. Du bekommst den Boost. Und kannst süße 8 Schaden machen. So. Munitionieren. Den erledigen, der könnte nämlich groß nerven. Die Jagdmaschine erledigen. So, damit ich ungestört weiter bomben kann. Weg mit dem Bunker. Alles klar. Okay, du bist ein One-Shot. Und damit müssen wir es eigentlich schon haben, oder? Nein, ich komme nicht ran. Schade. Du kommst auch nicht ran. Kann sein, dass die Pack mir im Weg ist. Räumen wir die mal auf Seite. Ja, jetzt kommen wir ran. Wunderbar. Haben wir's. Hat mir schon ein paar Verluste gekostet. Aber hey, wenn wir es am Ende geschafft haben. Ich habe genug Versorgung. Also ich kann es mir erlauben. Das hier holen wir uns noch. Kann man uns das auch noch holen? Ne, da komme ich nicht ran. Ja, dann. Coole Sache. Erfüllt. 3500. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Für die exzellente Leistung in dieser Schlacht werden Sie dank mit einem Bonusmission belohnt. Das ist schön. Dann nochmal Danke an denjenigen, der mir es verraten hat, wie man das Bonusziel, die Bonusmission erreichen kann. Nice. Und dann schauen wir uns Peenemünde an. Haben noch 2 Missionen mit der Russenkampagne. Und dann geht's zur letzten Kampagne der Alliierten. Nice. Das sind ein geheimes Testgelände, den Herstellungsort der bönischischen V2-Raketen. Wir müssen die restlichen V2s um jeden Preis zerstören. Ja, oder erbeuten, um selber zu nutzen, nicht wahr? Hint, hint. Guten Morgen, Genosse, Kommandant. Sie wirken etwas mitgenommen. Kein Wunder, bei all den nullummerischen Schlachten für das Wohl des russischen Volkes. Sie haben bei Ihrer letzten Mission so gut geschlagen, dass Sie das zentrale Kommando jetzt eine Spezialmission schickt. Wir haben bestimmt, Sie haben bestimmt schon von der V2 gehört. Der Zauberwaffe der Deutschen, die das unausweichliche Ende des deutschen Reiches hinauszögern soll. Wir haben jetzt eine delikate Aufgabe für Sie. Ziehen Sie mit Ihren Truppen zum schwer verteidigten V2-Testgelände in Peenemünde und zerstören Sie alle V2s. Wow, schwer verteidigt. Mhm. Oder auch nicht. Ihr Aufbruchgebiet liegt in der kleinen Stadt Wolgast herum. Versuchen Sie von dort aus die Blöcke nach Peenemünde einzunehmen und zu sichern. Rechnen Sie im Waldgebiet zwischen Möllosch und Peenemünde mit heftigem Widerstand und zahlreichen verborgenen Bunkern. Denn die Deutschen werden ihre V2s gut verteidigen. Wow, so also Bunker-Igel, ja. Wenn Sie Peenemünde mit einer Kommandoeinheit erobern, können Sie vielleicht Geheimdokumente an sich bringen. Ich muss ihr deren Bedeutung wohl nicht erklären. Mhm. Nur 20 Tage. Scheint eine kurze Mission zu sein.
10k Einheiten, immerhin darf ich ein bisschen mehr machen. Okay, eine sehr kleine Map. Allgemein, oh, das ist schön. Allgemein ist es hier Usedom vor uns. Hier haben wir Wolgast. Da habe ich immer Eis gegessen. Wobei in Greifswald habe ich auch noch Eis gegessen, oder? Wolgast, Greifswald. Ja, muss auch in der Nähe sein. Greifswald. Ist schön, die ganzen Gebiete kenne ich noch von damals, wo ich hier war. Ich habe nämlich in Peenemünde mal Urlaub gemacht für ein Wochenende. Ich glaube, eine ganze Woche war ich da. War schön gewesen, Usedom. Das ist eine sehr, sehr schöne Landschaft, kann man sehr gut Fahrrad fahren. So schon mal gesagt. Ansonsten ist Usedom ein bisschen langweilig, weil ja nicht so viel ist. Aber Peenemünde ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Da kann man sich gar keinen ganzen Tag im Museum für verbringen. Und daneben an haben sie noch ein russisches U-Boot, glaube ich, haben sie hingestellt, was man besichtigen kann. U-Boot aus dem Kalten Krieg. Ja, allgemein ist man dabei, Peenemünde ein bisschen auszubauen. Weil das war ja alles Sperrgebiet gewesen während des Kalten Krieges. Also es ist halt in der DDR. Ja. Deshalb. Okay. Interessanterweise, wie auch bei deutschen Bonusmission habe ich hier eine Pack geschenkt bekommen. Interessant. So, platzieren wir erstmal unsere ganzen Jagdmaschinen. Irgendwie erwarte ich, dass auch in dieser Bonusmission es ziemlich heftig wird, was Feinde angeht. Aber bis jetzt wird es heftig, was Bunker angeht. Aber wenigstens kann ich alle meine Boys auf einen Punkt setzen. Und da wird es einen zweiten unnötigen Aufklärer dabei. Naja. Mehr Zeit ist auch gut. Offizierer. Ne, du sollst auf den besten Flieger kommen, auf jeden Fall. Okay, dann einfach hoffen, dass in der letzten Mission dann bessere Offiziere kommen. 10 Tage habe ich Zeit für 3 Sterne. Mhm. Puh, okay. Schieben wir erstmal das Jagdpersonal nach Norden. Ich bin sehr gespannt, was sich hier verbirgt bei den Deutschen. Wenn es nur annähernd so ähnlich ist wie der Suezkanal, werde ich hier zugespammt mit Scheiße. An sich will ich das nicht. Ich glaube, fangen wir an, jetzt die Bomber zu platzieren. Ich habe noch 2 gute Tupolevs, das ist gut zu wissen. Und habe noch 2 Lars. Nee, nicht Runde beenden. Das noch nicht. Okay, Bunker liest. Problem ist, ich habe keine Infanterie für die Bunker, ich habe nur Panzer. Und ich weiß nicht, was hier. Ich meine, ich habe 10 Tage Zeit, um mir das hier zu holen. Du kannst mir nicht erzählen, dass es hier nur Bunkerwasch ist. Da wird noch mehr sein. Wie viel Schaden würde ich machen, wenn ich direkt zuschlage? 2 würde ich nur kassieren. Was ist für ein Panzer? Hm, geht so. Aber ich kann auch Verteidigungsspezialisten auf den Panzer setzen. Besser als nix, ne? Haben wir mal einen guten Panzer dahin. 5 Schaden. Habe ich noch einen guten? Zumindest 3 Sterne. Ja, weg mit dem ersten Bunker, hallo. Jetzt hätte ich dann doch gerne Verteidigungsspezialisten. Erstmal finden, dass er mich anzirkelt. Bietet keine Deckung. Aber das reicht für Panzer. Nehmen wir hin. Hm, 2 Schaden will ich auf ihn machen. Hammer, nicht da meist es dann, ne? Schon dreist, was ich hier mache, ne? Den Scout kann ich ja hier hinschicken, weil er sehr geschützt. Oh. Okay, die Infanteristen können fies sein. Der Puma ist egal. Du mit seinen 6 Pünktchen ist nicht mehr so wichtig. Oh, den kann ich auch hinschicken.
Gut, dass da eine Flak ist. Schade, ich dachte, ich könnte hier noch mal eine reinhauen. Das wäre dreist, was? Okay. Ich denke, das sollte hinhauen. Ich glaube nicht, dass ich einen Panzer verlieren könnte. Du hast nur 6 Stärke. Das ist viel zu wenig, um wirklich viel Schaden zu machen. Und so viel macht er auch nicht Schaden gegen Panzer. Also wenn das alles ist und die Bunker mich eigentlich nur nerven und dann hier vielleicht noch ein bisschen was rumeiert, ist die Mission nicht allzu schwer. Das habe ich jetzt öfter viel Mission gesagt und am Ende wurde es ekelhaft. Ja, ich würde sagen, Ben noch den Zug und machen dann den nächsten Part. Und gucken, was sie so machen. Okay. Er möchte kuscheln. Das sieht nämlich gerade irgendwie ein Fire Emblem Heroes. Oh! Na schön, die gibt es ja auch noch. Na gut, dass ich keine Bomber vorgeschickt habe, ne? Vor allem wegen dem da. Gut zu wissen, von hier kommen also Strahljäger. Und da haben wir so Fockies. Die Fockies kann ich aber auseinandernehmen, oder? Ja, mit Glück kriege ich sie kaputt. Okay. Noch kurz zu den. Ja, zu dem kleinen Hint, was ich gesagt habe. Fire Emblem Heroes. Das mobile Handyspiel von Fire Emblem, wo man allgemein immer 4 gegen 4 Helden kämpft und wo man sich immer überlegen muss, was macht jetzt der Gegner für einen Zug, ne? Wie kann ich das countern und so. Ist genau ähnlich wie hier, was macht der Gegner jetzt für einen Zug, wie kann ich das countern und am Ende macht er dann immer was ganz Unerwartetes, das wo man nicht gerechnet hat und dann schiebt man da von wegen, was? Wie jetzt hier, ich dachte, er greift meine Panzer an. Nein, er schickt die einzige Flak, die er hier vorne hat, um mich groß nerven zu können, direkt vor meiner Fresse, wo ich mir denke, okay, mach ruhig, wenn du meinst, es ist gut. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.